Ja, vom Beruf her bin ich ja Schmied und als Schmied hat man gelernt, hart arbeiten und präzise zuschlagen, dass das in der Regel gut ankommt. Und das gilt es natürlich auch in der Politik umzusetzen. Ich bemühe mich in der Politik, das, was wir in Oberösterreich uns erdacht haben, das, was unsere Ziele sind, auch in Brüssel umzusetzen. Und das erfordert natürlich sehr viel Arbeit. Als Abgeordneter ist man ja in der Regel 3 Wochen im Monat in Brüssel, und zwar von Montag bis Donnerstag. Es beginnt meistens schon sehr bald in der Früh und hört in der Regel vor Mitternacht auf. Und die 4. Woche ist man dann in Straßburg, also 4 Wochen von zu Hause fort, von Montag bis Donnerstag, mit sehr vielen Besprechungen, sehr vielen Diskussionen, aber auch Abstimmungen. Und ich glaube, dass wir uns als Oberösterreich in Brüssel in der Zwischenzeit ein gutes Image erarbeitet haben.